Sie sind hier, 2. September 2018, 22.07 Uhr von Sport 1, Lesedauer, 2 Minuten. Ralf Rangnick, Sportdirektor und Trainer von RB Leipzig, verkündet 2 Neuzugänge für die kommende Wintertransferperiode. Namen wolle er noch nicht nennen. RB Leipzig wird nach dem schlechtesten Start in seiner noch jungen Bundesliga-Geschichte im Winter Verstärkungen bekommen. Wie Sportdirektor und Trainer Ralf Rangnick nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Fortuna Düsseldorf bekannt gab, stehen 2 Neuzugänge für die kommende Transferperiode bereits fest. Rangnick mit Vereinen besprochen, die Spieler haben unterschrieben, sagte Rangnick, der allerdings keine Namen nennen wollte, so ist es mit den anderen Vereinen besprochen. Nach Angaben des Kicker soll das 19 Jahre alte US-Talent Tyler Adams einer der Neuverpflichtungen sein. Zudem wird auch Amadou Haidara, 20, der derzeit noch bei Schwesterclub RB Salzburg unter Vertrag steht, gehandelt. Mislav, dritter Wunschspieler, wir hätten diese Spieler auch gerne schon jetzt ab, die Vereine waren nicht bereit, sie jetzt abzugeben, verriet Rangnick. Leipzig-Boss Oliver Mislav erklärte zudem, dass sich der Club mit einem dritten Wunschspieler in Verhandlungen befinde. Sport 1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Mehr.